Hey ihr da draußen, JJ wieder hier. Ich war jetzt oder bin jetzt seit einer halben Stunde mit dem Rad unterwegs. Es ist Tag 1 meiner Fastenperiode von 10 bis 14 Tagen. Ja, ich habe das ja schon Anfang des Monats, wir haben jetzt März gemacht, jetzt haben wir Ende März. Wir haben ja Osterlockdown hier in Österreich, haben wir beschlossen, ich hänge jetzt nochmal eine Fastenphase an. Ich habe 11 Tage gefastet vom ersten Märzwochenende an. Habe ja Haufen Videos gemacht, nur alle viel zu lang, da war ich noch wandern. Heute das Wetter unglaublich schön, wir haben 20 Grad sicher. Es geht ein bisschen Wind, beim Radfahren habe ich doch noch so einen Windbreaker an. Ich war vor 3 Tagen diese Strecke gefahren, wie gesagt, eine halbe Stunde jetzt unterwegs. Ich spüre schon jetzt, dass ich schwäche. Ich habe dieses Hungergefühl jetzt, aber zum Glück, wie auch schon bei der ersten Fastenphase, nicht dieses Unterzuckergefühl. Das heißt, ich habe Hunger, ja. Ich habe Trockenfrüchte auch mit, ein paar Nüsse auch zur Not. Müsli-Regel, hoffe nicht, dass ich das brauche. Ich werde jetzt vielleicht eine Dattel essen und noch Wasser trinken. Und ja, dann fahre ich auch schon wieder zurück. Dann war das eine Stunde. Ja, wenn der Hunger so stark kommt, denke ich mir, hey komm Körper, jetzt mach dich nicht ins Hemd. Du hast die letzten 2 Wochen normal gegessen. Ich habe die letzten 2 Wochen, circa 2 Wochen normal gegessen, allerdings in so einem Art Intervallfasten. Ich habe immer erst ab 16 Uhr, vielleicht bis 20 Uhr gegessen. Und ja, von der Früh an bis zu dem Zeitpunkt gar nichts. Ich habe nur Tee wieder getrunken. Ich habe dann auch wieder angefangen, Kaffee zu trinken, aber wenig. Ich habe in der ersten Fastenphase 13 Kilo verloren, Gewicht verloren. Darum ging es mir gar nicht, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich wollte wirklich wegen Immunsystem hier erneuern und Darm entlasten. Das hat mir gut getan, es hat dort und dort gezwackt. Ich glaube, da war schon was im Argen. Das war schon wirklich dringend notwendig. Es ist jetzt entladen. Ich habe am Abend hier keine Kohlenhydrate mehr irgendwo gespeichert. Ich werde Suppe essen heute noch. Vielleicht kriege ich noch ein paar Shiitake-Pilze, dass ich mir die mitnehme. Ich werde auf jeden Fall wandern gehen. Trotzdem, auch wenn es schön ist, haben wir vorgenommen, wandern zu gehen. Bin aber gerade auch ein bisschen in Behandlung beim Orthopäden mit meinem Knie. Es sollte aber nichts Tragisches sein. Ich hoffe, ich werde ein paar Pilze oder Kräuter finden. Werde euch wieder mitnehmen. Ich bin gespannt, was jetzt sein wird. Ich glaube, dieser große Gewichtsverlust, den ich ja gehalten habe. Also ich habe gegessen, was ich wollte, aber eigentlich über 4 Stunden am Abend und dann lange über Nacht und den ganzen Vormittag, frühen Nachmittag gar nichts. Ich habe, was ich Lust habe, gegessen. Toast gegessen. Ich hatte gar nicht richtig was gekocht. Also kein Fleisch eigentlich. Das habe ich... Oh ja. Ich war schon einmal pro Woche in den 2 Wochen beim Fastfood, Junkfood, Burgerlokal. Da habe ich mir dann schon ordentlich Burger reingestopft, das muss ich zugeben, hat mir auch geschmeckt. Ja, auch Kaffee dann dort wieder geholt. Denkt mir, der Stoffwechsel müsste hochgefahren sein, dass ich dann nicht in eine zu starke Ausmergelphase komme. Ich bin gespannt, es ist heute erst der erste Tag, es wird heute sicher hart werden, es wird morgen hart werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wochenende dann wieder Energiewochenende wird. Ich hoffe, es geht sich aus. Wetter wird warm bleiben, schön bleiben. Ich habe viel zu tun, viel Arbeit, ich werde Sonne genießen und werde euch am Laufenden halten. Ich bin gespannt, also wenn ich noch einmal einen schönen Gewichtsverlust habe, wäre es mir recht, es hilft dir beim Wandern und beim Radfahren. Es ist angenehmer mit weniger Gewicht. Generell aber sage ich so, dass jetzt putze ich mein Magen-Darm-System, ich gehe nochmal richtig durch. Und ich habe Gemüsesaft, ich habe wieder Grapefruit, ich habe jetzt super Essen, ich habe Gemüse. Alles eher weich gekocht, das ist nicht so, dass ich gar nichts esse. Wenn ich Hunger verspüre, werde ich mal eine Dattel, eine Feige essen, ich esse Pflaumen. Das versuche ich jetzt sehr einzuschränken. Also hauptsächlich trinken, 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 wieder kein Kaffee, kein Zucker. Kein Reis, kein Brot, keine Nudeln, kein Getreide. Werde diesmal ein bisschen mit Quinoa auch so
Tomatensuppe geben, so ein Esslöffel voll, das ist von den Kohlenhydraten lächerlich. Hier ist er auch wieder, wie letztes Mal. Also ich werde es nicht komplett runterfahren, weil ich möchte mich auch bewegen. Und ich schwäche jetzt ein bisschen, mache jetzt doch die Runde fertig noch, dann bin ich von den Kohlenhydraten weg. Und ja, es ist ein wunderschöner Tag. Und vielleicht kann ich dann morgen übermorgen wandern und dann wieder Radfahren. Ich werde versuchen, diesen Osterlockdown wirklich sehr aktiv zu sein und gleichzeitig sehr zu fasten. Und ich glaube, das wird ganz gut werden. Jetzt ist der Hunger, aber es geht. Und ja, ich mache mich am Weg wieder und ich halte euch am Laufenden. Es ist eine wunderschöne Gegend, schaut euch das an. Zum Radfahren herrlich. Bin heute sehr verspannt, aber muss sein. Fährt euch bald.